Aren't there other units to bother? Yeah. Is everything okay? Building completed. Okay, Soldaten kann man jetzt mal alle zusammenfassen. Dann hätte ich ganz gern hier irgendwie noch Ballisten. Das schaut ja schon mal ganz ordentlich aus im Westen. Aber das Goldeinkommen ist schlecht. Das ist echt schlecht. So, der soll da ruhig hinhumpeln. Das ist mir wurscht. Die da ebenfalls. Das, ach, da haben wir gar keine Balliste. Naja, egal. So. Ach, er gibt mir gar nicht das Ziel vor, dass ich hier die Viecher alle töten muss. Das ist ja nett. Okay, Norden. Oh, more orders. You again. Gotcha. Das ist jetzt weniger gut, weil ausgerechnet im Norden habe ich natürlich gar nicht ausgebaut. Aber wir haben 32 Soldaten und die Hälfte von denen sind mittlerweile Veteranen. Das ist schon ganz okay. Okay, das hat die Balliste da unten im Griff. At your service. Attention. Understood. Building completed. Whatever you say, as long as you pay me. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Jungs, beeilt euch. Halt, warum lauft ihr nicht da durch? Weil sie da nicht durchkommen. Fuck. Okay, 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 okay. Planänderung. Die Dinger da weg. Los. Los, los, los. Oh mein Gott, hoffentlich habe ich es jetzt nicht schon verkackt. Komm. Flanke angreifen. Feuer frei. Rennt dahin. Komm, 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 komm. Sehr schön, den Schwarm halbiert. Echt geil. So, und jetzt müssen wir da rein. Und zwar Dali. Kommt schon. Boah, okay. Ach du Scheiße. Das hätte bitter, bitter böse enden können. Puh. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir bis zum nächsten Tag, bis zur nächsten Horde, die komplette Map kontrollieren. Das wäre wünschenswert. Und wir brauchen mehr Häuser. Ist es schlau, hier zuzumachen? Nee, ne? Tag 30 und ich habe noch nicht mal ein Goldeinkommen von 1000. Ja, weißt du Bescheid, ne? Huch, ach Gott, jetzt speichert der. Ich dachte mir gerade, was kommt jetzt schon wieder für eine Zwischensequenz dabei. Oh, da ist ja der Rand der Map. Ja, wie finde ich denn das? Is everything okay? Wie, ich krieg die Ressourcen nicht, um dieses Ding da hinzustellen. Ich glaube, es hackt. Come on. The train has arrived at the station. Oh, more orders. You again. Building completed. Okay, wenn wir da schon mal so weit. Hier machen wir zu.
Hier waren doch jetzt ein Haufen so Sachen, wo ich sagen konnte. Genau, hier müsste irgendwie eine Mine hin. Da habe ich wahrscheinlich den da jetzt falsch gesetzt. Den werde ich umbauen müssen. Der da ist schon platziert. Okay, schaut gut aus. Sorry, du musst weg, Dude. Dass der da hin kann. Ist ein bisschen blöd, aber mein Gott. Hilft halt jetzt nicht. Hä, wieso geht denn das hier nicht? Ah, da sind Zombies. Alles klar. Ich soll vielleicht auch mal lesen, was da steht. Ab und zu wäre das eventuell ganz hilfreich. So. Die Stelle hier ist gemein, weil du kannst ja nicht gescheit zumachen. Ja, das ist halt jetzt hier so das grande Problem. Zeige ich jetzt aus, hier haben wir alles, da haben wir alles. Oh, oh. Roger that. What do you want now? What? You call that a plan? They are trying to break through. You are gonna pay me for this, right? Das geht doch nicht hin. Das ist eine blöde Stelle. Das ist eine saublöde Stelle. Okay. Wir haben einen Haufen Holz übrig. Es wird Zeit, hier zuzumachen. Zeit, dass wir uns einsperren und die Zombies aussperren. So viel Zeit muss sein. At your service. That will be easy. Any orders? Wie schaut's denn hier aus? Da haben wir es soweit. You are gonna pay me for this, right? Nein, hier wird niemand bezahlt. Das ist alles ein ehrenamtlicher Job. So, ganz kurz, was können wir denn? Wir können den Steinmetz bauen. Ich überlege jetzt echt nicht lang, wo ich die hinstelle, weil wir haben hier dezenten Zeitdruck. Attention. Building complete. Und an manchen Stellen werde ich echt zweifache Verteidigungslinien bauen müssen. Ich sehe es schon kommen. Ja, danke. Oh Mann, ist das bitter. Building completed.
Tag 33 aktuell. Tag 40 werden sie ankommen. Heißt im Endeffekt, es läuft momentan sehr, sehr gut. Oh, da fehlt uns ein Slot. Den hätte ich aber schon ganz gern. Einfach nur aus Prinzip. Beste. So, hier könnte man noch ein paar Hütten reinsetzen. Die Frage ist nur, wie? Ja, wobei, komm, scheiß drauf, wir machen hier einfach zu, weil du kommst ja hier eh nicht durch. Pfeif auf den Durchgang. So. Aber hier sollte man Durchgang offen lassen. Also. Gut, 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 gut. So, jetzt ist die Frage, Thanatos oder nicht Thanatos? Oder zumindest Shocking Tower, ne? Das wäre nicht schlecht. Wobei, was machen wir denn als nächstes? Ah, da kann ich die Wespen erforschen. Ich würde sagen, als erstes Steinhäuser. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen ganz, ganz dringend Geld. Momentan schaut es hier katastrophal aus. Okay, da oben bräuchte man noch welche, da bräuchte man noch welche. Der Westen schaut gut aus, der Norden halbwegs, der Süden halbwegs. Der Osten, der hat zwar ein paar Mauern, aber das war's auch schon. So richtig geil sind die Zugangspunkte hier jetzt nicht. Aber naja, wo waren die alten Zelte? Da sind sie. Das hier. Und es fehlt schon wieder Nahrung. Das ist ja der Hammer. Ja, kommt mir gerade so. Wir haben ja gar kein Lagerhaus gebaut bisher, ne? Attention. Building completed. So, da bin ich wieder. Ich musste nur gerade meinem Hals klar machen, wer hier eigentlich der Boss ist. Das glaubt er nämlich manchmal nicht so ganz. Also manchmal ist er da anderer Meinung als ich. Und dann funktioniert das nicht so gut. So, macht das Ding da Sinn? Da schon eher. Oh, da haben wir noch einen See. Sowas aber auch. Und Strom fehlt uns jetzt auch gleich wieder. So, der ist fertig. Sehr schön. Ist uns fehlt Nahrung. Scheiße. Ganz kurz mal, nur um zu gucken. Geht da noch eine Balliste rein? Jawohl. Da gehen sogar zwei rein. Sehr, sehr gut. Wie, mehr geht nicht? Ach, wir haben keinen Strom. Nee. Das ist nicht so gut, wenn einem der Strom ausgeht, ne? Das haben wir ja schon festgestellt. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Okay. Weißt du, es ist offen, sie könnten einfach reinlaufen. Nein, sie greifen die Mauern an. Bisschen dämlich sind sie schon, ne? Aber, ganz ehrlich, mir soll's recht sein. So, jetzt müssen wir auf. Wir bräuchten...
Gießerei mit 1000. Oh, das wird zu viel. Das wird zu viel. Das kriege ich niemals hin. Das kriege ich doch so niemals gebacken. Also Thanatos, wir müssen so eine Thanatos schaffen. Ich weiß, das ist blöd, aber... Was willst du machen? Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Momentan kämpfe ich noch damit rum, überhaupt mal alle Positionen verteidigen zu können. Das ist ja ein Witz. Oh, halt, Zelte. Wo haben wir denn noch Zelte stehen? Das waren doch noch mehr. Ach, hier. So, sind die auch noch aufgelevelt? Wir können uns nochmal eine Balliste gönnen an irgendeiner Position, wo wir sie noch nicht haben. Hier zum Beispiel. Und dann sollte ich vielleicht auch mal die Zäune an manchen Stellen wieder ein bisschen aufwerten. Vor allem hier oben haben wir noch gar keine Zweiermauern. Das ist nicht so gut. Auf die Wachtürme können wir in dem Fall dann auch verzichten. Die sind ja nur bei Scharfschützen richtig geil mit der erhöhten Feuerreichweite. Da unsere Soldaten schon sowas haben wie erhöhte Feuerreichweite, ist es hier relativ Jacke wie Hose. Oh nein, 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 nein. Ach Mist, den hat er jetzt schon. Ja, egal. Ich war gerade am Überlegen, ob ich da einen Shocking Tower hinstelle. Aber die machen sich an solchen Positionen immer ganz gut, weil da haben sie hier quasi, ne, so richtig schöne große Fläche zum Angreifen. Aber naja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, aber... Sollen wir nicht langsam mal wieder Einheiten ausbilden? Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt noch 83 Gebäude zum Aufrüsten. Wir sind fast bei 1000 Einkommen. Aber es ist halt immer so schweineteuer, weißt du? Weißt du, was ich meine? Attention. Building completed. Außerdem hat es nicht geheißen, es gäbe hier mega fette Stein- und Eisenreserven und Vorräte. Wo sollen die sein? Ich habe alles. Wo sollen die sein? Ja? Me is wondering. Der passt. Der da hat noch keinen. Dann kriegst du noch eine. Und der da auch noch keine. Okay. Hier ist eh alles soweit mal ready. Ich schick euch... Wo schicke ich euch hin? Ich schicke euch nirgendwo hin. Wir werden erstmal die Mauern hier unten verstärken. Oh mein Gott. Dass das mal nicht in die Hose geht hier. Oh, warte mal, wir lassen mal hier offen. Dass hier unsere Einheiten rein können, weißt du? Ich schicke auch schon mal die Soldaten dahin. Ich hab's irgendwie im Urin, dass die Viecher von Süden kommen. Ich hab das irgendwie so im Urin. Genau. Ah ja. Wo schickst du die hin? Schick mir die mal da hin. Ich hoffe, dass sie von Süden kommen und nicht irgendwo, keine Ahnung. Osten oder so. Osten wäre scheiße. Aber ich muss sagen, wir haben hier wenigstens stabile Frameraten. Well. Die Stimme mag schon nicht mehr. Besser gesagt, die Zunge mag schon nicht mehr. Attention. Building completed.
Habe ich eigentlich die Wälder alle bebaut? Nee, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir das auch noch machen. So, jetzt der nächste Zug kommt rein. Wir werden halt auch hergehen dürfen, sobald diese Welle anrückt. Dann schicken wir alle Einheiten, die wir haben, an diese Position. Ganz ohne Ausnahme und ohne Gnade. Oh, halt, warte. Strom. Krieg ich den da irgendwo hin? Ich muss halt aufpassen, dass ich mir stellenweise die Verteidigungspositionen nicht zubaue. Mancherorts brauchen wir noch Platz für, ja, weißt du schon, ne? So. Ballistenabwehr-Dinger und so weiter. Ich sollte mir mal angewöhnen, die Sätze zu beenden, zu vervollständigen, ohne längere Pausen zu machen. Erstens klingt das nämlich irgendwie doof und zweitens vergesse ich meistens sowieso, was ich sagen wollte. Also so oder so, nicht sehr förderlich. Gib mir Geld! Ach, Süden! Mann, bin ich gut! Warum freue ich mich eigentlich so drüber? So mega geil ist das ja jetzt auch wieder nicht, ne? Da noch einer hin? Nein. Da jetzt noch einer hin? Ja. Okay. Alle Soldaten unten sammeln, alle Bogenschützen unten sammeln. Los. Haben wir irgendwo unbewachte Positionen? Oh ja. Hä, scheiße. Attention. Building completed. Let's go. Ich hoffe halt, dass sie uns hier treffen und nicht hier drüben. Just tell me what to do. Orders, sir. Great idea. So, die Truppe schicken wir schon mal nach draußen. Alter, wäre das geil, wenn die jetzt dann hier anrücken. Ein Außenteam, eins hinter den Mauern. Leck mich am Arsch, die kommen von da drüben. Okay, let's do this. Fuuuuck. Da unten, die werden uns hier angreifen. Das heißt, wir machen hier mal zu. Weil ich einfach kein Vertrauen habe. Oh, der Zug fährt mitten durch unsere Soldaten durch, weißt du? Okay, das mit den Mauern war blöd, weil jetzt müssen wir warten, bis die hier durchgebrochen sind, bis wir was tun können. Aha, interessant. Interessante defensive Schwachstelle, die ich hier gerade aufgedeckt habe. Faszinierend. Ja, ich dachte es mal, jetzt greifen sie uns da an. Bogenschützen, schaut mal ganz schnell, dass ihr da hochkommt. Oh Gott, schaut schnell, dass ihr da hochkommt. Ach du Scheiße. Schickt auch mal die Soldaten rauf. Wobei, nein, passt alles, sind gleich da. Okay, huch. Ne, wollte ich gar nicht, warte mal. Tag 53 wird die finale Horde sein, also... Ich wollte ihn nicht wegreißen. Ich wollte. Ja. Dass das Spiel immer was anderes will als ich. Furchtbar. Ja. Kacke. Das wird jetzt echt bitter. Das wird jetzt richtig bitter. Wir haben nicht so viele Soldaten, wie ich eigentlich wollte. Das läuft hier gar nicht so, wie es laufen soll. Das läuft hier überhaupt nicht gut. Das
Achso, ich habe keine Ressourcen dafür. Sag das doch gleich. Attention. Building completed. Attention. Building completed. So, die Nase, die, ja, die verabschiedet sich auch schon langsam. Faszinierend. So, hier schön zumachen. Wann ist das blöd? Attention. Building. Macht ein Kolonist da draußen eigentlich? Das ist aber nicht so eine Sache. Weißt du, das ist so ätzend, dass du immer nur 2 oder 3 von den Dingern aufrüsten kannst und nicht mal 10 oder 20 auf ein Stück. Da brauchst du einfach mehr Ressourcen, aber wie du siehst, wir haben ja keine Steine und momentan, ich benutze die Steine nicht mal für irgendwas, außer für die Hütten. Können wir eigentlich einen zweiten Marktplatz bauen? Nein, wir brauchen mehr Steine. Weißt du, wie viele eigentlich für einen Marktplatz? 40. So, haben wir. Kann ich Marktplatz... Nein, kann ich nicht. Okay, die Frage ist nur, wo bauen wir den denn hin? Da hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Gebäude. Und da hätten wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Alles klar, du hast den Job. Eigentlich wollte ich am liebsten die ganzen Mauern auf Stein aufrüsten, aber wenn das so weitergeht... dann schaffe ich nicht mal das. Na, schau mal, wir haben jetzt keine Steine und nix. Boah, ist das ätzend. Mein Gott, ist das ätzend. Das wird ein lustiger Kampf am Ende. Das wird ein sehr lustiger Kampf. Machen wir vielleicht doch 3er-Mauern draus. Wieso baue ich da Mauern? Die 3 können auch weg, haben wir gesagt. Wenigstens haben wir jetzt ein Goldeinkommen von über 1000. Genauso mag ich das. Ja, Thanatos werden es dann übrigens auch nicht. Das hatte ich schon mal erwähnt. Gut, dass ich mich wiederhole. Und wieso zieht er den manchmal so nach rechts rüber? Das gefällt mir gar nicht. Okay, den hier können wir noch aufrüsten, den hier können wir noch aufrüsten, den da auch. Attention, building completed. The train has arrived at the station. Zumindest können wir mittlerweile jede Position irgendwie ansatzweise verteidigen. Das war ja nicht immer so. Alter. Nicht dauernd verklicken, Junge. Gibt's ja nicht. Ich glaube, irgendwann ab Tag 48 oder so sollten wir mal anfangen, Soldaten auszubilden. Jetzt fehlt uns wieder Strom. Ich krieg die Krise. Die Krise krieg ich hier. Die Krise. Da kommt mir gerade diese blöde Stimmimitation. Wollte ich ja eigentlich in den Let's Plays gar nicht machen.
könnte von dem einen oder anderen nämlich falsch aufgefasst werden, was für das Internet natürlich typisch wäre. Privat unter Freunden, wenn ich solche Witze mache, ist das eine Sache, aber im Internet muss man schon vorsichtig sein, weil da hat ja jeder so richtig dicke Eier und kann sich so richtig schön brüsten mit weiß der Geier was. Weil da ist man ja anonym. Da muss man ja keine Angst haben, wenn man jemanden auf die Fresse haut, dass man dann auch was zu spüren bekommt, weil wenn keiner weiß, wer du bist, ist das natürlich super. Von dem her wollte ich ursprünglich diesen Gag gar nicht bringen. Aber naja, was soll's. Gefällt mir das so? Ja, ja, ja. Joa. Joa, kann man so lassen. Kriege ich hier irgendwo noch so ein Dingensen raus? Also hier nicht. Da kriege ich einen so. Oh, da kriege ich noch einen Achter. Naja, gut, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Ja, oh, 11. Wir verdienen schon so viel, wollte ich gerade sagen. Okay, Nahrung sollte jetzt vorerst kein Problem mehr sein. Strom wird erstmal wieder ein Problem. Demnächst. Hä? Hä? Also, nicht, dass ich mich darüber nicht freuen würde, aber was ist hier gerade passiert? Wir haben die 1200... Koloniebevölkerung erreicht? Ja, okay. Ich dachte, wir müssen hier den letzten Schwarm vernichten. Nee, warte mal. Es hieß gar nicht, vernichte alle Schwärme in dem Missionsziel. Ne? Wir hatten nur das Ziel, die Bevölkerung aufzustocken. Das ist das Einzige, worauf ich mich hätte konzentrieren müssen. Wir haben nämlich gerade auf Ach und Krach die 1200 erreicht. Deswegen, mein Gott, wir hätten schon viel früher fertig sein können. 1,5 Stunden hat die Mission gedauert. Willst mich verarschen?